Lieben. Ich hoffe, jetzt sehen nicht wieder meine Augen so komisch aus, weil jetzt die Kameraleuchte an ist. Weil letztes Mal, als ich ein Video gedreht habe, habe ich dann weggeguckt und dann waren hier die Augen richtig komisch. Also ich hoffe, das ist jetzt anders. Ich denke aber, dass es fast daran gelegen hat. Ich habe hier im Schlafzimmer aber auch keine besseren Lichtverhältnisse. Das eine Licht ist total dunkel und das ist schon das Beste, was ich habe. Oh, ich bin krumm. Moment. Jetzt bin ich nicht mehr so schräg. Also, heutiges Thema, der Bauch. Die meisten kennen es, die meisten haben ein Problem damit, dass der Bauch zu dick ist. Ich meine, ich bin ja von Natur aus sehr schlank, aber wenn sich bei mir Fett ansammelt, dann am Bauch. Und ich habe in letzter Zeit irgendwie immer öfter eine Wampe gekriegt. Also ich werde schon von Leuten angesprochen, beziehungsweise halt von Bekannten oder Freunden, ob ich denn schwanger bin oder... ja, dass ich halt einen ziemlich dicken Bauch bekommen habe. Und zwar ist es bei mir so, wenn ich was esse, dann ist der meistens erstmal richtig hier so kugelrund. Und dann sehe ich auch schwanger aus. Also ich wurde wirklich dann schon öfter gefragt, ob ich denn schwanger bin. Und ich habe mir überlegt, jetzt was zu machen deswegen. Einfach mal, um zu gucken, ob es durch Muskeln anders wird oder ob es durch eine andere Ernährung, also... im Sinne von mehr Rohkost oder ich weiß nicht, was man da so ausprobieren kann. Vielleicht könnt ihr mir davon was sagen, ob das dadurch weggeht oder besser wird. Ich probiere es jetzt erstmal mit Sport, weil ich bin total faul und ich mache viel zu wenig Sport. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer so müde bin, dass ich einfach keinen Sport mache. Und jetzt wollte ich mich und euch auch dazu motivieren, mehr Sport zu machen. Und zwar... wenn ich mich mal dazu überreden kann, mache ich meistens so einmal in zwei Wochen mal Sport, so mal widerwillig joggen gehen oder mal kurz Yoga oder so, aber es ist deutlich zu wenig und ich merke es einfach nicht. Und ich will eigentlich mehr Sport machen, aber irgendwie habe ich nicht die Motivation dazu. Also gerade an die Sportler von euch da draußen, mit was motiviert ihr euch? Was bringt euch dazu, Sport zu machen? Wenn ich nur an Sport denke, muss das sein? Ja, muss. Keine Lust. Also vielleicht bin ich einfach nicht der Sportmensch, aber ich würde eigentlich gern Sport machen. Ja. Und da kommen wir zum Thema Bauch. Ich möchte jetzt nämlich eine, naja, Challenge ist es nicht, aber ein, oder ist es doch? Ich möchte einen Selbstversuch starten, ob das klappt, eben mit dem Bauchfett reduzieren. Und ich möchte mehr Sport machen und ich gucke da dann ganz gern mal Fitnesskanals an in YouTube oder eben Videos, wo Leute Sport machen, ob es jetzt ein Workout ist, ob es jetzt Joggen gehen ist, weil mich das motiviert, das auch zu tun. Genauso wie mit Rohkost. Ich gucke mir auch gerne Rohkost-Videos an und dann kann ich dann auch mehr Obst essen, weil ich esse kaum Obst. Und so motiviert mich das einfach und deswegen würde ich euch auch gerne motivieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Gelaber außenrum. Ich habe mir überlegt, wie ich das Video mache. Ich habe erst darüber nachgedacht, den Teil, wo ich das Workout mache, die Zeit einfach zu verkürzen, also die Zeit statt 20 Sekunden auf, was weiß ich, 5 Sekunden zu schneiden. Aber andererseits habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich fast sogar besser, euch da mitzunehmen und dass ihr das gleichzeitig mit mir macht sozusagen. Dass ihr euch auch auf eure Matte legt und diese Übung, dass wir die gemeinsam machen. Ich glaube, so ist einfach nochmal mehr Motivation da und auch für mich, wenn ich weiß, dass da ein paar Leute noch mitmachen, dann spornt mich das einfach auch an und ich denke euch auch. Weil gemeinsam Sport machen ist immer besser, auch wenn es räumlich anders gesehen, also anders halt ist. Aber ich finde die Idee ganz cool. Was meint ihr dazu? Und zwar die Übung ist eine ganz einfache. Ich habe das auf einer Seite gelesen und zwar heißt sie erhöhtesbewusstsein.de. Jetzt habe ich gerade Punkte vor den Augen von der Licht, also vom Licht von der Kamera. Gucken, ob ich es noch lesen kann. Und zwar fängt man damit an. Ich zeige euch gleich die Übung. Also in den ersten zwei Tagen macht man die Übung 20 Sekunden lang, am dritten und vierten Tag 30, am fünften Tag 40 Sekunden, am sechsten Tag eine Pause, am siebten und achten Tag 45 Sekunden, Tag 9 bis 11 eine volle Minute, Tag 12 90 Sekunden, Tag 13 ist nochmal Ruhetag, Tag 14 und 15 sind nochmal 90 Sekunden und Tag 16 und 17 120. Weiter mit Tag 18 150 Sekunden, Tag 20 und 21 nochmal 150 Sekunden, 22 und 23 180 Sekunden, 24 210 Sekunden,
Tag 25, 210 Sekunden. Tag 26, auch 210 Sekunden. Am Tag 27, 240 Sekunden und am Tag 28, so lange du kannst. Jetzt ist die Frage, wollt ihr, dass ich jeden Tag diese Übung mit euch zusammen mache, dass ich hier die Zeit zeige, wie ich hier eben diese Übung mache, die übrigens eine sehr einfache Übung ist. Wollen wir gemeinsam leiden oder soll ich nur dieses eine Video machen oder was meint ihr dazu? Ich richte mich dann noch euch, wie euer Interesse da ist. Ich brauche nicht jeden Tag ein Video zu machen, wenn ihr sagt, nö, ist doch langweilig, ich mache die Übung allein. Sagt mir einfach, wie ihr es findet, was ihr wollt. Und ich werde es auf jeden Fall jetzt mal die 28 Tage versuchen zu machen. Ich glaube, es wird anstrengend, auch wenn es sich sehr kurz anhört. Aber ich zeige euch jetzt erstmal meinen Bauch und dann die Übung. So schaut mein Bauch normal aus, wenn ich ihn rausstrecke, so und so, wenn ich ihn einziehe. Schaut jetzt nicht mal viel aus, so im Gegensatz auch zu anderen Leuten. Aber ich bin auch gerade nicht voll gegessen. Ich habe vorhin nur was Leichtes gegessen und von daher ist es jetzt gerade nicht so arg. Das heißt, wenn ich voll gegessen bin, dann ist er hier so ungefähr. Also wenn ich morgen was gegessen habe und ich merke, dass der gerade wieder so aufgebläht ist oder so voll ist, dann zeige ich euch den morgen nochmal. So, jetzt zur Übung. Also die Übung geht so, dass du dich hier mit deinen Unterarmen abstützt, so in ganzer Körperlänge, hier die Füße aufstellst und das hier dann so hältst. Und zwar Bauchmuskeln auch anspannen. Oh, ich merke schon, wie mein Körper zittert. Und das am ersten Tag für 20 Sekunden halten. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich finde es am besten, es am Laptop zu machen. Man kann sich hier eine Zeit einstellen. So, hier kann man das einstellen. Mal gucken. Und dann auf Start und dann läuft das Ganze. So, machen wir mal die Übung zusammen. Ich gehe jetzt erstmal in die Position dafür. Und dann drücke ich Set. Oh, Moment, ich muss auf Start drücken. Okay. Also die ersten 20 Sekunden gingen echt schnell rum. Aber trotzdem merkt man schon eine Muskelanspannung. Ich glaube schon, dass die Übung sehr viel bringt, wenn man sie auch regelmäßig macht. Was ich durch euch machen werde. Und ich habe mir noch gedacht, ich werde in der Zeit nicht nur dieses Training machen, sondern auch wahrscheinlich Workouts machen und joggen gehen. Und ja, Fahrradfahren ist mit meinem Fahrrad nicht so. Aber ja, ich will auf jeden Fall mehr Sport treiben und mal gucken, ob das was gegen meine Müdigkeit hilft. Ja, und jetzt würde ich eben gern wissen, was ihr meint, was ihr wollt. Wie gesagt, die Möglichkeit, dass wir hier zusammen das auf Zeit gemeinsam machen. Oder dass ich nur alle paar Tage ein Video dazu hochlade. Oder dass ich allgemein mein Sportleben gerade so ein bisschen filme und euch da mitnehme, um euch und mich zu motivieren. Da interessiert mich eure Meinung sehr und schreibt mir einfach mal einen Kommentar, das würde mich echt freuen. Und sportlich sein, ne? Bis bald. Ciao.